So, hi Leute, ich habe heute das Wix Casino ausprobiert. Ich habe bisher leider kein Glück gehabt. Wenn ihr euch mal die Transaktion hier anschaut, ich habe 675 € einbezahlt in ungefähr einer Stunde, habe keinen wirklichen nennenswerten Gewinn bekommen. Ich zeige euch gleich mal ein paar Ausschnitte noch. Wix an sich von den Grundvoraussetzungen her ist ganz cool. Es gibt über 750 Spiele von Deutschland aus, international 950. Es gibt Netent, Microgaming und natürlich Novoline. Und bald werden wahrscheinlich auch von Deutschland aus hier die weiteren Spiele wie Merkur, Play & Go und so weiter spielbar sein. Es gibt einen Live-Chat, der zu regulären Zeiten 9 bis 10 Uhr abends verfügbar ist und das auf Deutsch, Englisch und so weiter. Also das passt auf jeden Fall alles. Mit PayPal kann man auch einbezahlen und es gibt drei Willkommensboni auf die ersten drei Einzahlungen, wobei man darauf achten muss, dass man hier die Bonuscodes verwendet, W200D, W300D und W500D. Wenn ihr hier auf Einzahlen klickt und dann PayPal oder eine Zahlungsmethode auswählt, dann müsst ihr hier den Bonuscode eingeben. Wenn ihr das nicht tut, dann erhaltet ihr einfach ganz normal eure Einzahlung. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Ausschnitte und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch selbst mal anmelden, das ausprobieren und am besten schreibt ihr dann in die Kommentare auch rein, falls ihr was gewonnen habt, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Ich werde jetzt in Zukunft vielleicht nochmal das Casino ausprobieren. Bisher reicht es mir jetzt erstmal mit diesen 675. Das sollte jetzt erstmal für die ersten paar Tage reichen und dann mal schauen. So, wir sind jetzt bei Wix angemeldet. Hier oben gehen wir auf Jetzt einzahlen. Hier von Malta aus sind jetzt nur ein paar Zahlungsmethoden verfügbar. Von Deutschland aus gibt es auch PayPal, Giropay und so weiter. Ich mache jetzt mal mit Neteller die Einzahlung von 100 € und dann hier die Kontonummer angeben. So, die Sicherheitsfrage. So, jetzt bestätigen. So, die Einzahlung wurde gut geschrieben. Jetzt schauen wir uns mal hier die Spielautomaten an. Ich habe hier gerade schon gesucht. Also es gibt von Deutschland aus Novomatic, Netent, Microgaming. Ich habe jetzt hier von Malta aus noch ein paar andere, Merkur, Play & Go und so weiter. Ich denke, dass die dann in Zukunft auch von Deutschland aus spielbar sind. Ich probiere jetzt mal Roaring Forties, das wollte ich gerade eben schon. Und dann kann man jetzt vielleicht mal ein bisschen Guthaben aufbauen, mal schauen. So. Auf 1,60 € paar Spins probieren. Also Wix ist auf jeden Fall vom ersten Eindruck her nicht schlecht, weil es gibt auf jeden Fall einen Live-Chat, es gibt PayPal. Es gibt wie gesagt, Novomatic, Netent, Microgaming, also eigentlich das meiste dabei. Kann man sich erstmal so nicht beschweren. Und die Website ist relativ einfach gehalten. Funktioniert natürlich auch vom Handy aus. Bin mal gespannt, was da jetzt noch alles kommt. Momentan gibt es ja echt einige neue Casinos. Jetzt insbesondere auch mit Novomatic-Spielen und so. Ja, neulich das Spintastic Casino mal ausprobiert. Und jetzt hier Wix. Kazumu hat die Novoline-Spiele ja mittlerweile auch. Also Novomatic, langsam geht's ab. Aber es ist halt doch immer so, dass halt nicht alle Spiele dann verfügbar sind. Also ich meine, Stargames hat immer noch einige Spiele exklusiv, insbesondere was halt Neuveröffentlichungen und sowas angeht. Deshalb, ich mache jetzt hier mal den Bildschirm groß. Also ich habe ein paar Mal so genau so 100 € einbezahlt, so einigermaßen hoher Einsatz. Mit Roaring Forties dann Guthaben aufgebaut. Ich spiele jetzt auch ohne Bonus gerade.
Obwohl Wix eigentlich einen guten Bonus hat, aber hier von Malta aus gibt es den anscheinend nicht. Ist nur irgendwie Deutschland, Österreich und so weiter. Bonusbedingungen sind eigentlich auch nicht so schlecht, 35-fach. Das ist auf jeden Fall eigentlich in Ordnung. Und dann gibt es immer noch, es gibt irgendwie so regelmäßige Aktionen und sowas, das könnt ihr euch mal anschauen. Ich bin jetzt nicht so der Bonusjäger oder so. Das heißt, ich spiele eigentlich immer mit eigenem Geld direkt, dass man auch direkt auszahlen kann, aber ist natürlich jeder verschieden. Jetzt halt nice. Letztes Mal, als ich Spintastic ausprobiert habe, da ging ja überhaupt nichts. Wäre jetzt natürlich cool, dass hier ein bisschen mehr kommen würde. Dass man auch mal den Einsatz ein bisschen hochfahren kann. Also mit so wenig Guthaben, wie jetzt zum Beispiel jetzt 100 Euro, da traue ich mich echt nicht so an Book of Ra oder sowas dran. Da spiele ich dann echt lieber Früchtespiele, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen speziell. Aber jetzt mit 100 Euro auf 1,60 € oder 2 Euro Freispiele zu, oh, schade. Freispiele zu kriegen ist halt echt relativ unwahrscheinlich. Komm schon, Green Tube. Boah, das müssen sie echt irgendwann mal in den Griff kriegen. Also das ist ja echt überall. Draußen ist eine Hitze, ich sag's euch. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 70 Grad draußen. Ist echt abartig. Ich mach gleich einen Spielwechsel. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal so auf 500 kommen oder so. Ja. Sieht momentan nicht danach aus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Leute, wenn ich hier rumlaufe in Malta, ist echt krass. Überall diese Casino-Firmen. Ist echt heftig, was ich schon alles gesehen habe hier. Ja, was ist los? Okay, fuck you. Mal schauen. Anderes Spiel auswählen. So, Reset. So. Was hast du hier für mich, mein Freund? Ich probiere mal Sizzling Schrott. Ist ja auch so ein Spiel, das lässt dann ja nie hängen und so. Von wegen. Geht's ja richtig ab hier.
ist jetzt krass, was jetzt mit den Spielhallen passiert langsam. Ich verfolge das ja immer so seit 1. Juli, jetzt diese Abstandsregelung und so. Echt mal gespannt. Online hatte ich noch nie 5-7, das ist echt heftig. In der Spielhalle hatte ich es irgendwie ganz am Anfang mal auf 20 Cent, zweimal auf 2 Euro, aber online noch nie. Irgendwas stimmt da doch nicht.